Lebanon is ending the year in a state of large explosion in Lebanon's capital Beirut. It appears that this explosion now Syrian President Bashar al-Assad has been traveling again. In der türkisch-syrischen Grenzregion spitzt sich die humanitäre Lage nach den schweren Erdbeben dramatisch zu. Aus Syrien und der Türkei werden immer mehr Opfer gemeldet. Herzlich willkommen zu Was uns bewegt am Freitag. Übermorgen ist Weltfrauengesundheitstag. Und eigentlich wollte ich darüber mit euch sprechen, weil das für uns natürlich ein großes Thema ist. Wir haben so viele Frauen- und Mädchenprojekte und sind so darum bemüht, Frauen und Mädchen in dieser Region und vor allem in der Situation Flucht, was für Frauen und Mädchen ein komplett recht- und schutzloser Raum ist, zu unterstützen. Und dazu gehört natürlich allen voran auch die Frauengesundheit. Dazu gehört, dass Frauen Zugang zur Antibabypille und zu anderen Verhütungsmitteln haben. Dazu gehört dazu, dass Frauen Zugang zu Frauenhygiene haben. Auch das ist auf der Flucht alles andere als selbstverständlich. Das ist ein riesengroßes Thema für uns. Aber leider macht uns die Weltpolitik mal wieder einen Strich durch die Rechnung, weil wir gerade von einem noch viel größeren Thema erschlagen werden. Nämlich, dass in den letzten Wochen und Monaten die Entwicklung in Syrien einfach kontinuierlich so war, dass Assad und sein Regime wieder salonfähig, möchte ich fast sagen, wird. Dass ihm wieder Türen geöffnet werden in seiner eigenen Region, aber auch in den Westen. Dass wir gesehen haben, dass immer mehr Staaten wieder Kontakt zu ihm aufnehmen, Sanktionen lockern, besonders nach dem Erdbeben. Wieder ins Gespräch gehen mit einer Regierung, die absolut diktatorisch ist, die schon vor dem Krieg diktatorisch war und in den letzten 12 Kriegsjahren Hunderttausende von politischen Gegnern systematisch verfolgt und getötet hat. Und trotzdem trifft sich zum Beispiel die UN mit Assad zur Absprache von Hilfsgüterlieferungen nach dem Erdbeben. Wie kann das sein? Mittlerweile ist wieder im Gespräch, dass es eine Rückkehr Syriens in die Arabische Liga gibt. Es ist wirklich grauenhaft, nicht nur für uns als Helfer natürlich auch, aber vor allem für die Geflüchteten, die unter dieser Regierung ein Leben lang gelitten haben, die in den letzten 12 Jahren durch diese grausame Regierung alles verloren haben. Ihr Zuhause, ihre Berufe, ihr Leben, ihre Zukunftsplanung. Die meisten Familien haben Familienangehörige durch die Gewalt des Regimes verloren. Und jetzt scheint es so, als würde der Rest der Welt so tun, als wäre das nicht passiert. Und würde einfach wieder Kontakt zur Assad-Regierung aufnehmen, um sich nicht damit befassen zu müssen, was es für Alternativen gibt. Das ist einfach der schnellste und einfachste Weg. Und das ist wirklich grauenhaft. Und wir werden weiterhin versuchen, den Menschen, die unter dieser Regierung, unter diesem Regime so gelitten haben und immer noch so leiden, die nicht nach Hause zurückkehren dürfen, man muss sich das vorstellen, in unseren 28 Camps im Libanon leben Tausende von Menschen. Und diese Tausenden von Menschen wollen nichts ähnlicher als nach Syrien zurückkehren. Aber das können sie nicht, weil sie noch an der Grenze von diesem Regime verhaftet werden würden, weil sie als Staatsfeinde angesehen werden. Menschen dürfen nicht mehr in ihre Heimat zurückkehren wegen diesem Regime. Und wir versuchen weiterhin alles, um das deutlich zu machen und um den Menschen, die so unter dieser Regierung leiden, eine Stimme zu geben. Und wir freuen uns, wenn uns jemand zuhört, wenn das jemand weiterträgt und wenn jemand nicht bereit ist, so zu tun, als wäre alles vergeben und vergessen. Dieser Mann müsste vors Kriegsgericht und nicht in Sitzungssäle, nicht in Parlamente, nicht an Verhandlungstische. Vielen, vielen Dank für Ihre Unterstützung für unsere Projekte. Lebanon is ending the year in a state of large explosion in Lebanon's capital Beirut. It appears that this explosion now Syrian President Bashar al-Assad has been traveling again. The president in Syria nearly 10 years ago turned into a full-scale civil war. More than 380,000 people have died.